Wenn ein Ersatzteil ganz und gar nicht mehr zu erhalten ist, hilft manchmal nur die Nachfertigung durch einen 3D-Druck. Ist das Teil verfügbar, kann das originale Teil sehr gut mit einem 3D-Scanner erfasst werden, wie zum Beispiel mit dem hier gezeigten Scanner von Artec. Der Drehknauf eines Ausstellfensters wird detailliert gescannt. Die einzelnen Scans werden anschließend miteinander verbunden und zu einem geschlossenen 3D-Modell zusammengefügt. Um die Passgenauigkeit zu garantieren, wird das 3D-Modell in einem 3D-Modeling-Programm weiter bearbeitet. Dies nennt man Reverse Engineering. Vor allem die Aufnahme muss rekonstruiert werden. Das fertige 3D-Modell wird nun im Autodesk Print Studio für den Druck vorbereitet. In diesem Programm lassen sich vor allem die Strukturfehler im Gitternetz des Modells sehr gut reparieren. Denn solche Fehler würden im 3D-Druck eventuell Probleme verursachen. Im nächsten Schritt wird nun in einem Programm für den 3D-Drucker, in diesem Fall Cura für den Ultimaker 3D Extended Drucker, das Modell für den Drucker vorbereitet. Hier wird die Druckgeschwindigkeit, die Temperatur des Drucks und dem Druckbett und das Filament festgelegt. Um den Druck genauer werden zu lassen, wird noch ein wasserlösliches Stützfilament mitgedruckt. Dieses Filament verschwindet komplett in einem Wasserbad. Der neue Drehknauf ist nun fertig und kann weiter bearbeitet, wie zum Beispiel geschliffen oder auch lackiert werden.